Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle of Cops. Ich teste jetzt die Mission fort, der Winter naht. Ganz kurz laden, dauert ja nicht lange. Aber ich wollte euch gerne kurz zeigen, dass ich weitermache. So. Zauberer, ne? Ja, letztes Mal haben wir noch gepflügt. Gedüngt, glaube ich. Ja, ich glaube noch bloß gedüngt sogar. Mit Flüssigdünger sogar. Oder? Und da haben wir nur gepflügt. Schau mal. Wenn wir gleich finden. Ja, ich habe jetzt Mikrofon aus Stereo an anders genommen. Ob es besser ist, mal schauen. Im Grunde Lautstärke passt eh. So. Jetzt dürfen wir düngen mit Granulat. Aha, okay. Also wir haben gedüngt. So, das ist mein Hof, ne? Ja. Also, hänge den Rauch-Access an den MB-Trakt an. Das machen wir ganz kurz. Und wieder mit ganz zu kochen. Warum den MB-Trakt? Der wäre mir lieber gewesen. Brachte irgendwie hohe Quote. So, starten wir mal, ne? Ja, Lenkung geht. So, dann müsst ihr mal gucken. Kurz die Halle aufgeht. Da geht die automatisch auf. Ob wir nicht rückwärts einfahren müssen. Hier ist der Flug der Gruppe und das ist klar. Dann müssen wir rückwärts rein, im anderen Tor. Sonst war das nichts. Sonst fahren die Katze mit hoch, ne? Die Katze hat nicht keine Scheu. Ja, der Winter naht. Mal sehen, was kommt. Aber ich will Frühling, ne? Ja. Ein Hänger haben wir auch. War ziemlich heftig. So. Das ist unser Düngerlager befindet sich in der Getreidelager. Wie das Getreidelager auch in der Maschinenhalle und dann Ladebereich. Erst kann direkt per Schaufel oder über ein Rohrsystem entnommen und beladen werden. Da wir weder aber Frontlade noch Schaufel haben, nutzen wir das Rohrsystem und positionieren den Rauchaccess direkt über den Auskaserohr. Das ist mir auch lieber. Mal rausfahren. Rohrsystem. Aber den gelben. Na, heute kommst du nicht mit. Na, guckst du mal her, das ist interessant. Mal Lenko nehmen, ne? Das Rohrsystem drin oder draußen? Gute Frage. Das ist, glaube ich, in der Halle. Ups. Ah. Und jetzt sogar Licht an rein kann. So. So. Ach, da ist großes Thema. Ich kann mich noch erinnern, anfangs war das Düngerlager draußen gewesen. Aber es ist echt ungünstig, ne? Der Fülltyp wird nicht unterstützt. Ah. Wieso nicht?
Getreidelage. Mal ganz kurz ändern. Düngerlager links. Feststoff. 15, 15, 15. Falls das nicht passt und nicht meckert, dann kann man gleich wieder abkippen, ne? So. Fahre zum Feld. Das mache ich aber voll. Gar nicht böses, dass es plötzlich nicht reicht und wir zurückfahren müssen. Ne? Das wollen wir doch nicht. Wir werden mal vorne das Gewicht anbauen. Das wird klüger sein, klug sein. Denn bei hinten ist ganz schön schwer. Ich habe hier so ein Gewicht gesehen. Na, warten tun wir nicht. So. Gegengewicht. Fahrer zum Feld, das ist. Jo. Kilometer, 800 Meter. Jo. Tschüss. Pass auf, keiner kommt. Unser Hab und Gut klaut. Ein Hahn zum Beispiel. Ob der ist, nix da. Oh. Kein Dings da, kein Mais. Kein Silagemais. So. Das ist bestimmt wieder das berühmte Feld, was wir vorhin hatten. Schauen wir mal. Den Brems habe ich, aber er hat nicht viel gehalten. Schon zu schwer, war Last geschoben. Ja. Sind ja alles Feldwege, da darf ich noch nicht fahren. Oh, Hase. Wir haben einen Hase. Ab und zu mal kommt noch Rehe hier vorbei. Rehe, gesehen. Geht bergauf. Ja, und da ist ein Reh. Ein dunkles Reh. Aber noch Winterfell. Der ist ja zutraulich, ne? Normalerweise rennt die da weg. Gut, weg ist er. Oder sie. Hat keine Hörner gehabt, das ist ein sie. Rehböcke haben ja, Rehböcke haben Hörner. Obwohl die alles im Winter auch verlieren. Oder abstoßen, ne? So. Ob die hier auch Wildschweine haben? Noch keine gesehen. Viele Wege, kleine Felder. Ach so, das kleine Feld. Beim Händler. So, wo sind wir? Meter 44, 40,
So, da sind wir. Was möchte der Professor? Ich versuche gerade zu bremsen. Gut. Bremse angezogen. Dünger ist teuer und zu viel Nährstoffe kann die Pflanze entweder nicht aufnehmen oder sie werden mit dem Mäsenregen aufgespült und belasten die Umwelt. Oder die Pflanze nimmt zu viele Nährstoffe auf und gerät unter Stress. Im schlimmsten Fall kann sie mit zu viel Nährstoff nicht umgehen und geht ein. Daher solltest du auch die Streumenge von Ausbringen einstellen. Stelle die Ausbringmenge auf 450 Kilogramm Hektar ein. Ich habe meine Spuren gesehen, habt ihr es gesehen? Ist auf E. So, mal gucken, wo die Maus Pfeil ist. Kilogramm. Das soll nicht so viel sein. Gut, Arbeitsbreite auf 15 Meter. Meter. Dünge das Feld. Riesen. P. 15 Meter. Zack. Zack. So eine Aufgabe für GPS am besten. Junge, das Feld ist fast fertig, Junge. So. Das ist ein bisschen, na gut, vielleicht das Streuen automatisch, dass man im Prinzip da erst dann die Menge bekommt, die man mal fahren ist. Ach ja, er wieder hier mit Kollege. Der Düngerstreuer verteilt mineralischen Dünger über die Streuscheiben und über die Streuteller genannt. Auch langsam. Wir fahren das zu Ende. Den Mund immer anhalten, ausmachen so schnell. Und nicht vergeuden, ne? So, Bremse rein. Ein Düngerstreuer verteilt mineralischen Dünger über die Streuscheiben und auch oder auch Streusteller genannt. Diese sehen tatsächlich aus wie Teller und drehen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit, die je nach Arbeitsbreite angepasst werden muss. Auf den Streuscheiben sind kleine Schaufeln montiert. Über diese Schaufel kann man einstellen, in welchen Winkel der Düngerstreuer gestreut werden sollen. Das variiert je nach Beschaffenheit des Düngers, also ob zum Beispiel kleine und großen, kleine oder große Körner sind. Aha, okay. Dann geht's mal weiter zur nächsten Bahn. Bei GPS hat den Vorteil, dass wir im Prinzip immer alles hinbekommen, wie es sein soll. So. Tempomat ist von mir T und dann geht es auch B gleich an und dann geht los. Ich brauche kein Gas geben und auch nicht lenken. Ich muss nur entsprechend manuell, wenn er fertig ist, auf die Spur schicken. Das ist eigentlich relativ einfach. Von der Arbeitsweise her, was mehr kompliziert sein könnte, man muss herausfinden, welche und wann wir entsprechend die richtige Menge Dünger. Und wann wir düngen sollen, ne? Das ist entscheidend. Vielleicht kommt später mal auch so ein Hilfsfenster und dann so da beratschlagt werden, ne? Ja, das ist ja hier recht umfangreich und auch, wenn auch sehr genau und auf achten muss, da optimal hinzukriegen, ne? So. Oberhalb der Streuscheiben sitzt der Düngetank, der nach oben zum Scheiben trichterförmig ist. Am Ende der Trichter gibt es einen Schieber, der hydraulisch oder elektrisch gesteuert wird. Die Düngemenge wird zum einen durch Fahrgeschwindigkeit, aber auch durch die Schiebeöffnung angepasst. Denn der Strenger öffnet sich nur an einem bestimmten Punkt.
Jeder eingestellte Düngemenge. Aha, wollte ich wissen. Weil, wenn ich anschalte und wir fahren nicht, dann müsste ja an sich wenig rauskommen, ne? So. Dann geht weiter. T. B. Gas, Junge, Gas. Das GPS ist so genau, dass wir fast immer dieselben Spuren fahren, die wir vorher auch gefahren sind. Man kann das so ganz grob erkennen, wenn man am Weiten das hier anschaut. Natürlich brauchen wir auch Regen, sonst kann der Dünger ja nicht in die Pflanzen rein. Nicht? Die hellen Stellen sieht also aus, als ob wir wenig gedüngt haben. Bei so einem Feld ist ungünstig. Ja, die bis zum Schluss fahren, haben wir entsprechend Verlust, also erntemäßig. Da gehen wir über aufs Gaspedal und Lenkrad. Wir müssen die nächste Bahn nehmen, ne? Durch das Grünzeug ein bisschen ungünstig, aber fährt eh schon auf die richtige Spur. Und dann düngen wir gleich, ne? Oben der Balken ist ja fast fertig. Das machen wir heute auch fertig. Mittlerweile gibt es sogar schon Düngerstreuer, die Teilbreiten abschalten können. Dadurch werden Sorgewendeüberlappungen reduziert. Oft sind diese Teilbereiten auch schwer gesteuert, so dass der Fahrer sich voll auf die Einstellung der richtigen Funktionsweise konzentrieren kann. Ah, okay. Sehr interessant. Naja, als Nebenerwerbsbauer haben wir sowas ja nicht. Und bei den kleinen Feldern rentiert sich das echt auch nicht. Ne? Also, fällt mal flach. So. Gleich zur nächsten Bahn. Lass uns mal weiterfahren. So, bei der ist selbstständig und da geht's weiter. Das sieht hier ganz gut aus von der Farbe her. Also je dunkler, umso besser ist er mit Dünger versorgt. Die hellen Stellen sicherlich weniger. Kann auch vom Boden, vom Regen ausgewaschen sein, das ist auch möglich. Und hier ist das so ein Fall, den äußeren Bereich wollen wir nicht düngen normalerweise. Ne? Da wo wir jetzt rüberfahren, links die Wiese und rechts muss noch gedüngt werden, da fehlt ja noch was. So, die nächste Bahn. Das ist kein Baum in der Nähe. Na, Baum schon. Muss ein bisschen ausweichen. So. Wieder anschalten. Dann wären wir auch schon fertig hier, ne? Ja, liebes Schnur, das soll es dann auch schon fertig gewesen sein. Für die heutige Folge, für alle schönen Rest Samstag. Ich hab schon wieder vergessen. Ja, Start. Naja, Aufregung ein bisschen bei auch, ja, sicherlich. Ja, ich wünsche euch schönen Rest Samstag. Ja, dann sehen wir uns ja morgen, wenn ihr wollt und möchtet. Zum. Jetzt muss ich überlegen. Advent. Was für ein Tag muss ich überlegen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und schönen Dank fürs Reinschauen. So, tschüss, fährt zum Hof.